Also, oder es wird schwieriger für mich, wenn es immer so diese negative, depressive Stimmung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gefällt mir dieser Track sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, er rappt ziemlich gut auf den Beat. Wir haben ja hier, wie gesagt, diesen schnellen Party-Beat, aber da rappt er ganz, ganz lässig, cool drüber. Und ah, das ist auch geil, gerade so diese andere Ebene, auf der er rappt, so, was noch ein bisschen schneller ist wie vorher. Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin Jay und heute reagieren wir mal wieder auf MyZip und zwar auf den Titel Hamsterrad. Ich finde, der Trackname ist sehr, sehr interessant. Da habe ich auf jeden Fall schon eine Idee, um was es gehen könnte, gerade weil MyZip ja immer so krass Real Talk macht, sehr, sehr ehrlich in seinen Tracks und auch sehr emotional ist. Und von daher könnte ich mir schon denken, um was es geht, aber wir schauen auf jeden Fall mal rein und ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Reaktion. Alright, let's go! Der Beat gefällt mir sehr gut. Der ist so ein bisschen mysterious, so ein bisschen mystisch, so ein bisschen interessant. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Dadurch, dass der Beat sich so ein bisschen aufbaut, das könnte interessant werden. Brat, ich wusste schon damals, ich mach immer, was ich will. Was passiert, ich bleib gechillt. Fleiß und Arbeit ist mein Film. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass jetzt so eine Party-Atmosphäre kommt. Das ist ja vom Beat her so ein bisschen wie bei 187. Das erinnert mich gerade nur so ein bisschen daran. Das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so losgeht. Okay, krass, interessant. War schon damals auf Rap, 2011, jeden Tag konsequent underground, aller fick deine Abprominenz, Digga, Worte mit Sinn und kein Prada und Benz. Ey, du wirst nie so wie ich, weil du kriegst das Weed nicht in den Griff. THC und die Psyche gefickt, aber heute leider typisch im Biss, such da auf nach. Ey, ganz ehrlich, sorry, dass er gerade noch gerappt hat. Ich weiß nicht, wann ich stoppen soll, weil das so schnell geht. Aber das ist ja mal mega geil. Also es ist klar, MyZip von den Texten her so ein bisschen er basht ganz schön gerade. Also das kennt man ja von MyZip, genauso wie diese ernste Thematik, aber der Beat und das alles drumherum ist ja vollkommen anders. Also das ist irgendwie. Ah, dass ich neu erfunden, aber ich finde es ziemlich nice, sehr nice. Nach einem Job und dann kapituliert. Bewerbung bei Obi sogar mal studiert. Ein Jahr involviert, hat nicht funktioniert. Weil das Hamsterrad passt nicht zu mir. Einmal, du siehst mich nie mehr auf der Arbeit, nur auf YouTube Full HD. Gleicher Zyklus everyday. In den Beat rein und ich schwimm. Weil das ist alles so, ich mag MyZip sehr, aber ich mag. Also, oder es wird schwieriger für mich, wenn das immer so diese negative, depressive Stimmung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gefällt mir dieser Track sehr, sehr gut. Er hat die gleiche Thematik, aber er geht anders ran und es wirkt an sich positiver und geiler und finde ich sehr gut. Was wollen die Penner von mir jetzt? Bruder, es heißt M, ich Mizep. Hast du mies, Digga, meiner ist Lisa. 2 Wochen Songs und der Mix ist von Feder. Bruder, weißt du, wie es ist, wenn du hoch willst und brichst dir, weil keiner dich klickt? Scheine sind Gift, du bist leider gefickt, aber guck, schnapp die Songs, damit keiner vergisst. Man muss auch sagen, er rappt ziemlich gut auf den Beat. Wir haben ja hier, wie gesagt, diesen schnellen Party-Beat, aber da rappt er ganz. Ganz lässig, cool drüber, macht auf jeden Fall sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Er sagt immer, was ich rap, ich bin jetzt krass am Start, ich schau nur bla bla bla. Ich ging nicht denselben Weg wie der Rest von meiner Gang, einer tot, die anderen rennen, von einem Hamsterrad gebremst. Wir sind anders als du denkst, niemals langsam bei mir rennen, yeah. Aber keiner hier weiß, was passiert, denn die Welt ist gefickt, falsche Freunde, sie helfen dir nicht. Ich ging nicht. Ich mag auch, um es mal jetzt in die Thematik so ein bisschen anzusprechen, ich finde das cool. Es gibt ja viele Leute, die, wie gesagt, in dem Hamster, wir sind ja alle irgendwie in diesem Hamsterrad drin. Ein paar Leute versuchen was zu ändern, viele regen sich auf. Aber gerade die Leute, die alles geben, sich irgendwie da irgendwie so ein bisschen rauszukommen, haben auf jeden Fall meinen tiefsten Respekt verdient. Und ich finde das halt auch cool, wie er das so ein bisschen in dem Track aufarbeitet. So von wegen, naja, ihr geht alle mit, aber für mich ist das nicht der richtige Weg und er ist da ehrlich mit sich selber und das ist cool. Ich denselben Weg, Konkurrenten vom Feld gefegt, denn solange sich die Felge dreht, bleibe ich auf der Welt bestehen, bei mir alles anders, du bist krasser Standard und egal wo lang, grad du am Erdball wanderst, es gibt keinen anderen, der die Flows so krank macht, ich erlang Bekanntschaft durch den Druck der Pumpgun, fick dich Schlumpf und deine ganze Mannschaft, weil du bist der Hund, der deutschen Rap verbrannt hat, gelebt im Wohnblock, in Hamburg Großstadt, wo alles riecht, als wenn du grad vom Klo kommst. Und ah, das ist auch geil, gerade so diese andere Ebene, auf der er rappt, so, was noch ein bisschen schneller ist wie vorher. Also auch technisch, also thematisch ist es meistens gut, was MyZip liefert, aber das ist auch technisch ziemlich nice gerade. Und sowieso, der Vibe ist ja komplett anders. Also ein sehr, sehr wichtiger, geiler Track. Pick auf Beats und hol allein mein Brot doch. Warte.
ich rap, ich bin jetzt krass am Start. Ich hör nur bla bla bla. Ich ging nicht denselben Weg wie der Rest von meiner Gang. Einer Mutti, einer Mann, nice, von einem nice. Masterrad gebremst. Wir sind anders als du denkst. Niemals langsam bei mir rennt, yeah. Aber keiner hier weiß, was passiert, denn die Welt ist gefickt. Falsche Freunde, sie helfen dir nicht. Wirklich sehr nice. Ey, hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil ich habe eigentlich schon alles im Track gesagt. Also es ist halt irgendwie eine komplett andere Schiene, die er hier gefahren ist. Natürlich mit dem, was man aber auch kennt, dass er sehr, sehr thematisch ist, sehr, sehr ernst, also sehr ernste Thematik halt. Sehr, sehr Real Talk macht, sehr emotional ist, aber das Ganze in so einer Art mehr so, naja, so ein bisschen poppiger halt. Was mir natürlich dadurch besser gefallen hat, weil es ein bisschen mehr positiver, ein bisschen mehr optimistischer war. Und wir hatten Real Talk, wir hatten aber auch teilweise Disses dabei. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wenn euch meine Reaktion gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar drunter schreiben. Oder drunter schreiben, wie ihr den Song jetzt direkt vom Mindset auch fandet. Ich fand ihn mega geil. Das war wirklich mal was anderes. Er schlägt da echt einen interessanten Weg ein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.